Hallihallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge Scouting Tutorials, heute mit dem Asakov zusammen. Hi-ho, Scout-Freunde. Und wir kümmern uns heute um einen Panzer, den man sonst unheimlich selten sieht und der keinen besonders guten Ruf hat. Der Aufklärungspanther oder teilweise auch liebevoll Aufklärungsplatzer genannt. Ganz genau, Aufklärungsplatzer. Das ist ein guter Name für den größten Scout-Panzer, den es, oder für den größten leichten Panzer, den es gibt. Ja, wir sehen, das ist ein Panther, ja, aber der ist halt deutlich flinker als ein Panther. Und das Gameplay, was man mit dem quasi performt oder was man mit dem durchführt, ist halt einfach fast wie ein Medium. Ja. Wir sind jetzt hier auf Karelien. Ich habe jetzt fahre jetzt an meine Lieblingsspotting-Position. Das hatten wir auch bei den Map-Taktik schon mal besprochen. Da haben wir schon den ersten First Spot. Und meistens kommen da auch noch, so wie jetzt der T32, irgendwelche Leute. Und wir können gleich mal sehen, ob der denn aufgeht, wenn er schießt. Ja. Und man sieht, er geht nicht auf. Also, eine sehr gute Position an der Stelle zu feuern. Wie sieht es denn bei den Tarnwerten vom Aufklärungspanther aus? Sind die gut oder eher Oh, ganz bescheiden? schlecht, ganz schlecht. Also, ganz schlecht. Also, ich habe jetzt hier ein Tarnnetz drauf und man sieht hier schon, da hat mich jetzt der 54er, irgendjemand hat mich da gespottet. Also, normalerweise gehe ich mit anderen leichten Panzern an dieser Stelle nicht auf. Da kann man schon feuern und kann schon da ganz gut austeilen. Ja, und jetzt hier, ich habe da die Dings drauf, diese Waffen 0725 irgendwie. Und ja, alle, man sieht hier alle 3 Sekunden kommt da vorne eine Murmel raus. Und es macht eigentlich ganz gut Spaß, ja. Und hier sieht man jetzt so, da diese Lücke, da. Vielleicht als Werten zu der Gun, dass wir da einen Blick drauf werfen. 157 Durchschlag, 135 Schaden ist natürlich herzlich wenig Schaden, auch wenig Durchschlag, weil man denkt, dass der hier vor Tier 9 ansteht. Ich glaube, er kann auch Tier 10er sehen. Er kann auch Tier 10er sehen, ja, das geht auf jeden Fall. Und Aber da ist das solange natürlich. man die Jungs von der Seite trifft, hat da eigentlich kaum jemand eine wirkliche Chance, ja. Und jetzt hier dem Und für zweiten. Tier 10er gibt es dann ja auch noch APCR. Ich habe gerade geguckt, 221 Schaden. Damit kann man dann da ein bisschen was machen. Wo der brennt, das ist und erlöscht. Ist Das ist super, mal brennen ist gemein. super und Kette gezogen und jetzt können wir den ganz gemütlich da seine HPs runterlutschen, ja. Und das macht dann schon Spaß, ja. Und jetzt hier. Ja, da kommt noch einer. Ja, super. Und den letzten, da habe ich mich nicht getraut, meine Kanone ein Stück weiter zu bewegen. Ich hätte ihn erwischt, aber gut. Okay, passiert. Ja, die Position hier Karelien an dieser Stelle ist eigentlich eine ganz zentrale Map-Position. Also man kann da die rechte Flanke spotten. Ja, also alles, was sich da in Richtung, haben wir gerade beim Tiger gesehen, was sich da in Richtung auf meine Mannschaft bewegt. Und wir werden sehen später auch nochmal, der Hügel ist ja im Prinzip in Karelien eine ganz wichtige Position. Da können die sich da im Nordwesten, können die sich da Mühe geben, wie sie möchten. Wenn der Hügel gut besetzt ist, dann wird jeder Angriff im Nordwesten quasi durch zurückgewiesen werden. Ja. Und da sind wir jetzt so ein bisschen an so einer Lage, wo ich, ja, wo ich da eigentlich nicht jetzt viel bewirken kann, ja, weil mein Team da oben durchpusht. Und man kann, werde ich glaube ich auch gleich machen, ein Stück zurückschieben, um dann zu gucken, was sich auf dem Hügel tut. Weil man kann hier auch ganz gut den Hügel spotten, zumindest die Leute, die dann versuchen, im Nordwesten zu wirken. Aber das Ding ist so groß, da bleibt man überall hängen. Ja, jetzt hier zum Beispiel, ja, man ist abgedeckt. Man kann jetzt auch den unvorsichtigen Hügelsniper da an der Stelle wegpflücken. Aber hier bin ich ja Medium, ja, also ich fahre den wie ein Medium. Das ist einfach, ja. Und er ist riesengroß, aber er ist schnell und er ist schwer. Und das schnell ist wirklich ein Vorteil von ihm. Und dass er schwer ist, ist auch ein Vorteil, gerade im Kampf gegen andere leichte Panzer, weil 41 Tonnen mit 60 Stundenkilometer, wenn die zusammenstoßen In your face. mit einem Franzosen, dann ist noch ein Schuss und der Franzose ist weg. Ja. Ja. Und jetzt, ja, ich halte mich hier ein bisschen zurück. Ich bin mir nicht sicher, was noch auf dem Hügel passiert, deswegen bleibe ich da an der Stelle stehen. Ich wollte mit diesem Replay eigentlich diese Position vorstellen, genau diese Position, weil die doch sehr viele Möglichkeiten bietet, in alle Richtungen zu wirken. Man sieht es jetzt auch gerade und insofern eigentlich eine zentrale, wichtige Position ist. Ja, und die Spielweise mit so einem 13, mit so einem Aufklärungspanther ist, ich nenne es Support Your Local HT, also Support Your Local Heavy Tank. Ja? Und vielleicht auch eine ganz mobile Sniper-Plattform. Ist die Ja, Gun dass man dafür hier. genau genug? Ja, es geht. Also es ist, man kann dort, also wenn der jetzt, wenn ich da wirklich eine Silhouette gehabt hätte, könnte man da hinten auch auf diese Arti schießen. Das trifft man ja. Also nicht ganz so genau wie ein Chaffee, aber ähnlich. Ja? Ich weiß nicht, was er für Werte hat.
Habe ich mich jetzt schlecht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so die Spielweise ist immer dem lokalen Heavy Tank folgen und dem dann gegebenenfalls ein bisschen Unterstützung zu geben, wenn man doch schnell an den Leuten vorbeifahren kann und dann die weichen Hinter- und Seitenteile von den Leuten zu erreichen. Außer man wird gekreuzt von so einer Lorraine, ja, und hat mit dem Gelände selbst auch ein bisschen zu tun und ist hier ganz glücklich, dass die Leute dann doch nicht die eigenen Seitenteile getroffen haben, ja. Aber hier sieht man dann, alles klar, okay. Sagen, der hat aber so wahrscheinlich auch Potenzial dafür, dass die Leute ihn ignorieren, weil sie sich denken, ach, das ist ja nur so ein kleiner Scout und auch der Aufklärungspanther, der kann ja, ja nichts. Genau. Viele fahren, also im Forum habe ich gelesen, es gibt einige, die fahren den mit der Derpgun, aber die Derpgun, die ist einfach mit einer Trefferrate von 50%, da habe ich eigentlich keine Lust, mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren. Dann fahre ich, schieße ich lieber öfter und spamme quasi, je nachdem, AP oder APCR. Interessant noch dazu, hat kein HE zur Auswahl. Kein HE, genau, kein HE. Nimmt einem die Freude von befreundeten Waffenträgern dann leider wieder weg. Leider, ja, aber du, da kommst du dann auch mit deiner normalen AP, kann man da halt auch gut durchschießen. Ja, und jetzt hier quasi der KV-5, ein sehr unangenehmer Gegner. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier mein Mediums und dem Heavy Tank zu supporten. Und mach das dann auch und versuche jetzt halt hier auf Geschwindigkeit zu gehen, um da halt schnell. Oh, direkt im Vorbeifahren angezogen. Das ist natürlich angenehm. Genau, und ich habe keine Scharfschützen-Ausbildung auf dem Richtschützen, sondern ganz normale Ausbildung, also Tarnung und ruhige Hand. Und ich merke, dass diese Waffe, die Waffe 0725, dass die doch sehr viele solche Modulschäden auch verursacht. Okay. Ja. Das ist natürlich cool, weil gerade als mit so einem kleinen Leichten kommt man dann ja doch dazu, den Gegner zu umrunden und dabei hat er gute Chancen, wichtige Module zu treffen. Genau. Ja, und jetzt hier so ein beim Fahren den R2-D2 vom KV-5 zu treffen, das ist natürlich schwierig. Ja. Und ich hätte, glaube ich, einfach Auto-Aim genommen und es ist wirklich versucht. Ja. Und da schießt was zurück. Lutscht den jetzt da gemeinsam mit der IS-8, lutschen wir den halt runter. Und noch eine Klappe kommt, sehr angenehm. Ja. Und alle 3 Sekunden, damit rechnen die Gegner auch irgendwie nicht. Ja? Die denken auch, da kommt ein Panther, ja, und kriegen dann erst später mit, das ist ein Aufklärungspanther, nachdem sie dann 3 gefressen haben, ja. Ja, und hier jetzt natürlich, klar, Match ist vorbei. Man sieht, der ist relativ agil und flink, ja. Ich habe mir den geholt jetzt nachdem er jetzt gebufft wurde mit der 9.2. Okay. Und man sieht ja, sehr gute Runde, 3169 Schaden gemacht, 1028 aufgedeckt, ist jetzt tatsächlich nicht, dass wirklich viel gespottet, sondern mehr supportet. Ja, ihr killst genau. 1491 Basiserfahrung, das ist halt ein richtig guter Wert, hat verdienten Panzers gebracht. Und ja, man sieht mehr Medium-like und mehr Support-Panzer als eigentlich am Aufklären aktiv. Genau. Und er macht noch ein bisschen, er verdient noch ein paar Kredite, auch wenn man ein paar Schuss mit Gold macht. Ja, wenn man zu viel Gold macht, dann ist er natürlich, kommt man ins Negative. Aber ja, ich habe mir einfach mal geholt. Einfach um da auch ein bisschen so die letzte Special da zu nutzen, um da halt auch etwas anzusparen, freie XP anzusparen für die kommenden Tier 7 und 8 deutschen Panzer. Ich werde ihn wahrscheinlich überspringen, aber psst, noch nicht verraten. Jawohl. So, als zweites sind wir hier auf Fjorde, Tier 10 Match, gerade angesprochen, das kann gehen und da hat man es natürlich dementsprechend schwierig, Dinge zu durchschlagen. Und leider kann man von hier aus nicht so leicht in die typische Butzenbauposition. Genau, C5. Also wir schauen wir jetzt mal, was du hier machst. Genau, wir hatten das ja schon mal hier, da hatte ich da eine Bude gebaut und ja, hier jetzt meine First-Spot-Position an dieser Map. Als erstes, ja, hier vorne an den Busch zu fahren und dann so durchzugucken, sich so ein bisschen hinzustellen. Und wenn man jetzt ins Visier geht und auf den gelben Baum schießt, wenn das Ziel am gelben Baum ist, dann kann man da gut feuern. Aber hier kommt so ein E25, der versaut uns hier das ganze Spiel und ich mache hier einen Fehler, ich drehe mich um und könnte den eigentlich rammen. Ich habe 40 Tonnen, ich kann den rammen, kann auf den zufahren. Genau das machen, was der Foch macht, ja, um den auszuschalten. Wobei ja, der Foch dabei auch 250 Schaden genommen hat. Was schon. Ja, genau. Also ich hab's leider ein bisschen verbosselt und jetzt der Foch hat den Schuss gefressen. Ich bin hoffentlich wieder zu, aber jetzt ist da zu spät, um dann den First Spot zu machen. Naja, gut.
bisschen so meine Position verbrannt, ist auch Arti da und ja, und jetzt, oh, guck mal, hier hat jemand einen Baum umgekippt. Oh, den könnte man nehmen als Deckung. Und stell fest, guck mal da. Oh, man kann über den Felsen drüber gucken. Man kann über den Felsen drüber gucken. Und war erst ein bisschen unsicher, weil der zum ersten Mal war an dieser Position und denke, oh, ich habe erst damit gerechnet, dass ich aufgehe. Aber man kann mit einem Scout, der einen hohen Aufbau hat, kann man diesen Baum vernünftig jederzeit umkippen und kann dann offensichtlich spotten. Da hat Großsein tatsächlich mal einen Vorteil. Ja. Weil sonst ist ja mal, Scouts müssen klein sein. So Typ 64 wird dafür ausgelacht, dass er zu groß ist. Der hat hier tatsächlich einen Vorteil dabei. Das ist natürlich ganz cool. Genau. Und da war ich auch sehr überrascht, vor allen Dingen, dass ich nicht aufgehe bei 270 Meter. Okay, mein Tarnnetz ist an und ich habe Schokolade dabei und alle sind in Tarnung ausgebildet. Aber dennoch, offensichtlich, ich war total verblüfft. Und ich glaube, ich gucke jetzt auch nochmal auf meine Position, um zu sehen, wie das denn eigentlich von der anderen Seite aussieht. Ja, so, jetzt hier mal nochmal reinzoomen, um jetzt wirklich auch, und ich liebe den Foch, also der Foch ist ja wirklich super, der liebt es wahrscheinlich auch, der kann da jetzt Doppelbusch schießen, der Foch, der hier links vor mir steht. Aha. Und kann jetzt Doppelbusch schießen und kann da richtig Damage dealen und ich freue mich auch und ja, love you, Foch. Ja, das ist einfach cool, wenn man da seine Spotting Damage kriegt. Also eine ganz ungewöhnliche Position, die mir mit einem anderen Scout noch gar nicht aufgefallen ist. Ja, und man muss, wenn man da vorne an dem Busch steht, wo ich zuerst mich hingestellt habe, wenn man da jetzt wieder hinfährt, dann muss man aufpassen, dass man nicht von links vom Conqueror, also da, wo der Conqueror ist, da unten auf der Map, aufgeht, ja. Dass man, wenn man aufgeht, wird man von da aus beschossen oder kann man von da aus beschossen werden. Und kommt dann vor allen Dingen auch schlecht wieder weg. Das komplette Bereich ist ja offen. Genau. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist so eine Situation, wo mich da der Conqueror oder so etwas beschießen könnte. Aber die sind oft auch sehr beschäftigt, aber ich möchte halt nicht riskieren, deswegen. Ja, ich hab's auch schon gehabt, da stand ich dann kam halt von den Schüssen an und denkst, wow, wie zur Hölle kommen die denn jetzt an mich dran? Ganz genau. Und jetzt vielleicht nicht ganz so die optimale Position, in die ich mich hier begebe. Seite zeigen und rückwärts abhauen. Nicht so schön, aber gut. Okay. Dennoch braucht mein Foch Hilfe und ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Der E3 ist auch beschäftigt. Insofern warten wir mal ab, was da passiert. Jetzt kann ich hier zumindest mal aufs OBJ wirken. Absichtlich Gold, Doppelbusch-Situation. Ja, genau. Doppelbusch-Situation und bei 54ern nehme ich immer Gold, einfach um sicher zu gehen. Ja, aber jetzt hier. Ja. Nochmal zur Erklärung, vielleicht für die sich dabei nicht sicher. Doppelbusch erkennt man daran, dass der Busch nicht durchzusehen war. Das stellt sicher, dass er nicht offen ist und nicht beschossen werden kann. Ja. Und ja, du hast hier wieder das Glück, dass sich die Leute denken, ein Scout, den können wir erstmal auf die anderen alle schießen. Genau. Das allgemein rettet Scouts ja oft das Leben, dass die Gegner sich denken, ach, ein Scout, da muss ich mich doch nicht beschäftigen, der ist ja total egal. Genau, genau, der tut mir nichts und der kann ich nicht, ja. Jetzt hier, ja, halt einfach so der Ehrentreffer. Ja. Dass man wenigstens das, was man spottet, für die Leute, die WN8 machen, also die hier WN8 grinden, man sollte immer einen killen. Ja, wenn man viel gespottet hat, sollte man auch immer einen killen, damit man da zumindest ein bisschen guten WN8-Wert bekommt. Vor allem, weil Spotting-Damage ja nicht zu WN8 reinzählt, weil es nicht durch die API ausgegeben wird. Die können das, was man aufmacht. Aber zumindest die First Spots werden, wenn man einen gekillt hat, dann hat man zumindest bei den First Spots, werden die zumindest anerkannt. Ja? Und wenn man keinen gekillt hat, werden die First Spots auch nicht gerechnet. Das ist ein bisschen das ist interessant zu wissen. Ansonsten, sehr zur Erklärung für die Zuschauer, die sich denken, ich habe so viel Spotting gemacht, warum kriegst du scheiß WN8? Die Spotting Damage wird von World of Tanks durch die API nicht ausgegeben und dementsprechend können die Jungs, die WN8 machen, das einfach nicht nutzen, weil sie an die Daten vom Spotting Damage aus der Runde gar nicht rankommen. Aber kommen wir zum Thema Daten. 1250 Schaden gemacht, ein Kill und 4033 aufgeklärt. Das waren 1076 Basiserfahrung, was ein sehr guter Wert ist. Und man merkt, die Scouting-Position ist für einen großen Panzer echt cool. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Genau. Hallihallöchen, da sind wir wieder. Diesmal auf Polargebiet. Immer noch im altbekannten Aufklärungsplatzer. Genau, Aufklärungsplatzer. Polargebiet hatten wir bisher sehr wenig. Ist auch das neue Polargebiet. Und ich möchte gerne mal so eine First-Spot-Position zeigen, die es eigentlich schon immer gibt oder die es schon immer an der Stelle gibt, die auch das Reworking überlebt hat, nämlich genau da hinter den Steinen in diese Büsche zu fahren, um da halt einfach mal zu gucken, was auf der östlichen Flanke alles so geht. Eine sehr schöne Position. Man schafft es gerade, wenn man Scherenfernrohr hat, die Heavies, die dort vorfahren, aufzudecken. Man sieht den TD-Hügel oben,
Was natürlich gut ist für unseren Waffenträger. Und man kann auch ab und zu was mitbekommen, was in den Norden hochfährt. Hast da jetzt schon 6 Leute insgesamt aufgemacht. Das lohnt sich. Und der AMX zumindest scheint das nicht ganz registriert zu haben. Wobei, da wo er sich jetzt hinstellt, sieht ihn ja der Waffenträger nicht. Aber etwas anderes hat ihn erwischt. Und die Arti. Und die Arti. Und perfekt eigentlich, ja. Und hier an der Stelle auch für unsere Zuschauer einfach... Jetzt hier auf dem Jagdpanther zu schießen, hätte meine Position aufgedeckt. Der AMX wäre nicht weitergefahren. Der 75er, der da auch noch steht, an der Stelle hätte wahrscheinlich auch noch auf mich wirken können. Und im schlimmsten Fall hätte der AMX gesehen, dass sein Kollege Schaden bekommt und vermutet, okay, da steht jemand in dem Busch, weil da kam der Schuss her und in dem Moment hättest du ihn halt selbst gefressen. Also da war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu sagen, ne, ich schieße jetzt nicht. Ja. Und wenn man jetzt hier, ich bin jetzt die ganze Zeit so im Sniper-Modus, weil ich einfach von der Arti erwarte, durch mein Signalisieren hier, schieß auf den 75er. Die Arti ist aber woanders, stelle ich jetzt fest. Die Arti zielt irgendwo auf irgendeine IS-8 auf der rechten Seite. Ist soweit okay. Wenn du jetzt mal rauszoomst ein bisschen und mal guckst, so in die Gegend guckst und mal versuchst abzuscannen, was man hier alles sehen kann. Ja, man kann, das ist auch wieder so ein zentraler Scouting-Busch. Sein, du kannst, glaube ich, bis zum 1375 oben hoch. Genau, bis zum 1375. Und wenn man dahin wirken möchte, dann schiebt man zurück und fährt dann so ein bisschen hinter den Stein und kann dann auch in Richtung 1375 wirken. Ne? Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen drauf hängen geblieben auf dem 75er. Beobachte dabei aber ganz genau die Map, ja, und sehe jetzt, oh, der 1375, der ist da an der Stelle einer der gefährliche Position. Auf dem Weg zur Arti ist, genau das, was so ein 1375 gerne tut, ja. Also, das ist für mich jetzt jemand, das ist auch meine Aufgabe hier an der Stelle, jetzt zu sehen, die Arti zu beschützen. Habe jetzt aber das Problem, dass ich unter Umständen auf meinem Weg zu dem 1375 von hinten beschossen werde, weil die Heavys sind ja da alle auf der, ja, geh auch auf, aber versucht dann und die halt... Die Heavys halten hier auch auf die TDs rein, wie man gerade neben dir was platzen sieht. Genau. Ja, und jetzt sieht man, dass die Gun nicht ganz so genau ist, ich habe keinen vertikalen Stabilisator drin und deswegen komme ich da auch nicht so auf den 1375. Aber jetzt eine ganz super Position und ein super Tanzen mit der Arti und dem 1375. Flip, zack, weg ist er. Der wusste gar nicht, wie geschieht. Der war so auf die Arti fokussiert. Die Arti bedankt sich auch noch, alles ist super. Ja. Man muss RAM-Angriffe einfach lieben. Genau. Ich mache jetzt einen Fehler, ich bleib stehen, um mich mit der Arti zu unterhalten. Was natürlich dumm ist, weil das würde der gegnerischen Arti Gelegenheit geben, auf mich zu schießen. Aber egal. Ja. Wenn die gegnerische Arti da gerade ist, hat nochmal Glück gehabt. Aber da darf man sich auch mal freuen über so gutes Teamwork. Das soll einem da auch vergönnt sein. Genau. Weil das war ja schon. Das war ja schon genau super. Richtig zum Retten. Genau, das war genau absolut perfektes Timing, deswegen gefällt mir das auch super gut. Aber jetzt, wo fahre ich hin, ja? Unterstützen hier mit Snipern der T-34 ganz alleine, den Jagdpanther im Rücken, dem E-75 im Rücken, naja. Da kann ich jetzt nicht viel machen. Ich kann hier letztlich nur der Arti sagen, hau ab, falls sie hier durchbrechen. Aber die Arti macht's nicht. Oder zumindest, doch, sie macht's. Bewegt sich, ja. Und ich mache jetzt hier den Spotter mit einem ganz schlechten... Also mit einem Fahrzeug, das einen ganz schlechten Tarnwert hat, stehe ich hier im Busch. Versuche hier wirklich meiner Aufgabe nachzukommen. Ja. Ist natürlich ganz anders, als das, was der Eddie sonst halt macht, aktiv durch die Gegend zu fahren. Aber hier halt einfach möchte ich gerne so ein paar Spotterbusche und ein paar Defenderbusche zeigen, die einfach nützlich sind. Ja? Wenn man sieht, der WT kann wirken, die Arti kann wirken, wobei die Arti eine ganz merkwürdige Zielauswahl hat. Ja, die schießt gleich auf den 75er, denke ich mal. Und hier sehen wir 100 Meter. 100 Meter und ich gehe nicht auf. Super. Ja, das also ist der gar nicht so schlecht. Ja. Der ist schlecht mit den Tarnwerten. Also, ja, aber klappt halt hier an der Stelle, weil der Busch sehr deckend ist und da noch ein Baum davor steht. Also insofern. Er ist nicht so schlimm, wie er sein könnte, sagen wir es so. Ja, genau. Um das ein bisschen geschönig zu formulieren. Genau. Jetzt hier den Hintern dazu zeigen, habe ich deswegen gemacht, um mal schneller wegzukommen. Aber jetzt denke ich, jetzt ist Zeit auch für mich zu wirken, weil von meiner Mannschaft kommt keiner zurück. Ja. Okay, gucken wir mal. Jetzt wieder aufmachen. Dabei nicht aufgegangen, was natürlich schon mal gut ist. Ja. Und zumindest für den WT auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass der mit drauf hält. Arti ist ja gerade so eine Sache, ob die wirklich aktiv mitbekommt, was da eigentlich passiert. Sie zeigt jetzt auch, wo sie hinzielt, ja, das ist super. Und sie schafft nimmt auch den, der für mich am gefährlichsten ist. Also da ist wieder eine sehr schöne Zielauswahl der Arti.
Ja, und jetzt geht man halt auf. Warum auch immer. Ja. Aber du. Der Carnarvon ist tot. Das ist in Ordnung. Genau. Und der E75 hat irgendwie auch andere Ziele, weil, oh, ist ja nur ein kleiner Scout. Dann müssen wir uns ja nicht um den WT kümmern. Leider hat er seine Wanne angewinkelt. Schade eigentlich. Ja, das war jetzt ein bisschen schade. Aber der Turmseite, der hat den Braten gerochen. Da hat auch was auf deinen Busch vorne geschossen, war aber nicht schnell genug. Ich glaube, das war der 75er. Ja, und jetzt halt, die IS-3 ist zurückgefahren. Also von daher hier gut an der Stelle. Die Arti auch, good job, ja. Also die Arti war wirklich gut drauf, die hat mir gefallen. Ja. Und ja, und die anderen sind da jetzt beschäftigt. Und jetzt fahre ich wieder zurück an meinen ursprünglichen Busch. Das offene Feld zu fahren, da hatte ich an der Stelle keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht. Man hätte natürlich hin und richtig ins Gefecht einsteigen, hab noch viel HPs. Aber hol mir jetzt hier meinen zweiten Kill und guck mal, dass ich die Leute noch ein bisschen nerve. Ja, kritische Treffer. Jetzt natürlich auch doof da zu sehen, guckt der in deine Richtung oder guckst du auf die Hinterseite vom Turm oder so etwas oder wo sind die Stellen, die man treffen kann? Ja, genau. Ganz schwierig zu erkennen. Aber gut, okay. Und jetzt, der Lorraine ist vorgefahren. Ich hatte irgendwie keinen Bock, ich weiß nicht, irgendwie, ja, aber... Gut, das ist jetzt so Ende des Spiels. Eigentlich, ich glaube, ich fahre jetzt sogar noch los. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen anders bei mir. Ich sitze halt gerne im Busch und guck halt, ob jetzt der WT den so gespottet hätte, ist die Frage. Ja, müsste man nachher mal gucken bei der Zusammenfassung, aber gut. Die Arti jetzt auch auf den 75er, also hätte sie vorhin auch an diese Stelle schießen können, weil da campt der ja schon die ganze Zeit. Und der andere feindliche 75er, der regt sich natürlich zu Recht auf über den eigenen 75er, weil der sich da hinstellt und halt ja, einfach, da hinten ist halt die absolut falsche Position von E75. Da hätte man viel weiter vorne stehen und wirken müssen. Ja, genau. Und hätte da auch vorne viel mehr Möglichkeiten gehabt, einfach mitzukämpfen. Ja. Also ein E75 ist halt nun mal eine Frontsau. Ja, und jetzt da noch hinzufahren und ja, ist halt. Und der WT killt ihn sogar. Also der WT kann da hinschießen. Donnerwetter, das hat mich jetzt gewundert. Und man muss auch dazu sagen, gute Einsicht vom gegnerischen E75, dem der angegriffen hat, wir haben verdient verloren, oder wir haben verdient zu verlieren, weil das Team war halt einfach schlechter. Muss man auch sagen, endlich mal ein Spieler, der vernünftig einsieht, zu sagen, okay, wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. Das, wenn man es verdient hat, hat man es verdient. Aber für dich eine gute Runde. 1730 Schaden selbst gemacht, 2082 aufgedeckt. 1027 Basiserfahrung, du bist erstaunlicherweise mal nicht der höchste im Team, aber trotzdem immer noch ein super guter Wert an Erfahrungspunkten. Und ja, ich denke, ihr habt damit einen guten Eindruck davon bekommen, dass man, was es hier an Büschen gibt und was man da mit dem Aufklärungspanther auch machen kann. Also, durchaus interessante Runde. Aller guten Dinge sind ganz eindeutig vier, deswegen haben wir noch einen für euch. Diesmal auf Steppen in einem Begegnungsgefecht und mit einem Wargaming-Mitarbeiter im eigenen Team. Oho. Ja, und hier mal der Ansatz, also ich hatte den ja geholt, weil da gab es dieses Event für jeden Sieg doppelt und dann habe ich gedacht, okay, kommen die 100 XP, die man braucht, um zu dem deutschen Siebener zu kommen, die kann ich mir auch an so einem Wochenende zusammenspielen. Und das habe ich jetzt gemacht und probiere den halt mal aus. Ja, habe eine Mannschaft, die hat vierfach Tarnung, habe Schokolade drin und habe auch Weitsicht und habe auch Adlerauge, um noch weiter zu gucken. Also habe alles, was man braucht, um weit zu gucken. Und probier den jetzt einfach mal aus. Ja. Gehst nicht auf deine altbekannte G4-Position, auf der man dich sonst immer sieht? Habe ich mal wirklich aktiv, habe mal gedacht, okay, komm, jetzt machst du mal aktiv und guckst mal, was das denn kann. Ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. Ja. So Eddie-like, hier mal die Ritschlein oder hier mal die Hügellinie. Das ist ein passender Ansatz für berühmte letzte Worte. Ja, genau, so Eddie-like. Aber hab da hinten mal zwei aufgedeckt und zieh mich jetzt mal zurück. Vielleicht kommt da noch was. Und wir wissen schon mal, was so alles da an der Stelle da hinten kommt oder nicht kommt. Jetzt nochmal die zweite Runde. Sagen, das war bisher doch ein bisschen wenig. Da sind noch 15 Leute nicht offen. Ja. Aber jetzt verlässt mich da auch meine Courage. Ich denke mir, okay, nicht zu weit vorfahren. Ah, da ist noch ein 54er. Den hatten wir auch noch nicht. Und ich sehe IS-3 und Panther... In der Mitte haben den 71er halt kaputt gemacht. Und ich sag mir, okay, wenn der T25 da alleine ist, was ja sehr anzunehmen ist, fahren wir mal auf den T25 zu. Und probieren mal, ob der Aufklärungspanther seinem Rammruf gerecht wird. Ja? Dazu
versuche ich jetzt Speed aufzubauen. 60 Stundenkilometer ist eine ganze Menge. Ich versuche halt wirklich ein bisschen weiter den Bogen zu nehmen, weil der steht bestimmt hinterm Stein. Da steht der und wartet nur auf die. Das perfekte Opfer, eine fette Hellcat. Ja, aber er steht ja wohl super. Ja, genau. Oh, aber jetzt gucken wir mal, was passiert. Wow. Da war ein Schuss notwendig, oder? Da war ein Schuss notwendig. Nee. Hab jetzt mal 200 liegen lassen, aber. XVM sagt, wertet es komplett als RAM-Schaden. Ja. Also mein 284 durch RAM auf eine fette Hellcat. Aber auch 299 selbst genommen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Wie gesagt, ich war am Probieren und hab mir gedacht, komm, jetzt kannst du mal gucken, was da so geht. Ja. Ich habe auch nicht diesen RAM-Bock, diese RAM-Bock-Ausbildung, so wie bei meinen Chinesen. Sondern hast du die RAM-Bock geholt auf den Chinesen? Ja, klar. Gegen den 1390 oder 1375 beim Chinesen ist das Gold wert. 26 Tonnen gegen 17 ist perfekt. Ich glaube, dafür fehlen mir noch ein bisschen Skills. Ich habe erst 3 voll. Ja, ich trainiere den 6. Aber okay. Ja, da hat man dann, da kann man ein bisschen dekadenter sein und sich sagen, nehmen wir mal Rambock, wir haben ja sonst nichts mehr übrig. Genau, haben wir sonst nichts mehr übrig. Ja, und jetzt hier, wo kann ich wirken, wo kann ich nützlich sein? Ja. Und bin mir nicht sicher, was der Panther da hinten macht. Ja? Und fahre jetzt hier eine Position, wo ich denke, oh Gott, kannst du gut snipern, ne? Geht zwar sagen, auf. So Hintern auf Carnarvon und T54E1 ist doch lecker. Ist gerade perfekt, der Carnarvon ist ja quasi hinten nicht gepanzert. Klingt doch gut. Genau. Klappt auch nochmal gut, aber jetzt hier irgendwie, da verziele ich mich. Schade. Ja, genau. Und dann. Ja. Das war nicht so gut. Also da zeigt er, dass die Kanone, dass man da doch nicht so rumhampeln sollte mit der Kanone. Es wird alles nichts mehr. Aber da ist ja immer noch ein Rheinmetall zum Spielen, mit dem sie irgendwie gerade alle Spaß haben wollen. Ganz genau. Und der sich den Panther holt, das heißt, du hast erstmal Zeit und krabuff. Krabuff. Ja, das waren mal eben 541 RAM-Angriff bei einem Rheinmetall. Gegen 200. Also da sage ich, okay, da haben wir einen guten Schnitt gemacht, ja. Wobei, du hast knapp 400 hast du dadurch bekommen, aber trotzdem, das ist es wert. Das ist so ein Rheinmetall aus dem Spiel raus alleine ist ja schon viel wert. So, und er hatte auch gerade geschossen und bevor ich da mit meinem Pupo, mit meiner Fliegenklatsche dagegen ihn kämpfe, da ramme ich ihn doch lieber, ja. Jetzt ist da noch ein T54E1. Oh. Ja. Halt jetzt so Gegner, die sind doch schon unangenehm. Ich habe nur noch 200 HP. Oh, man muss halt auch leider dazu sagen, das Team hat sich mittlerweile nicht unbedingt geschickt dargestellt. Nein, nicht wirklich. Okay. Zum Glück, den Rheinmetall da, Supermaschine, genau, passt im Moment gekettet, schön in die Seite, da hat der zum Glück keinerlei Panzerung. Ja, genau. So, und jetzt ist halt Captain, ne? Captain angesagt. Und jetzt kommen wir leider in so eine Situation, wo der Real Life halt einfach zuschlägt, ja, da ist halt, wo Real Life im Prinzip dazwischen kommt. Ich versuche eigentlich alle meine Matches zu Ende zu spielen, aber hier klappt es halt einfach nicht. Deswegen war drauf und dran, der IS-3 zu helfen mit der IS-6. Das ist noch ein Centurion und ein IS-3 ist auch noch da. Und was mache ich jetzt? Wo fahre ich hin? Okay, Centurion weg, jetzt auf jeden Fall dahin und Gas geben. Oder vielleicht doch nicht. Oder vielleicht doch auf die IS-3. Was mache ich jetzt? Ah, komm, nehmen wir die IS-3. Gucken wir mal, wo die bleibt. Ja, weil die war ja da auf der anderen Flanke. Und da ist er auch schon. Ist ja noch full live, was halt auf jeden Fall nicht gut ist für die Ketten. Ich bin nicht aufgegangen, das ist cool. Ja? Also, ihr seht, ich bin hier doch jetzt doch aufgegangen. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte da wahrscheinlich, wenn das in Schuss riskiert, allein schon davon, dass die abbremst und sich denkt, ich muss da auf was schießen, was zurückschießen, was mich beschießt. Ja. Ja, das war, also ich habe jetzt ein bisschen Respekt vor der gehabt, weil da bin ich ein One-Shot für die und lass die mal da runterfahren, weil die will ja resetten, das ist ja ihr Dings, da wird es auf jeden Fall runterfahren, weil die kriegt ja die Kanone auch nicht so weit runter. Und kann ich hier jetzt noch so ein bisschen auf die IS-3 wirken, weil so ein kleiner Scheißer von hinten. Aber sie dreht sich sofort um und reagiert. Ja. Bevor sie resetten konnte, was natürlich schon mal gut ist. Unsere IS-3 selbst schafft es an der IS-6 immer noch nicht. Ja, das wundert mich auch. Die kaut da rum und macht. Ja. Jetzt, und da hat sie verschossen, ist jetzt erstmal am Nachladen. Das heißt, man weiß natürlich auch, wie lange so die IS-3 nachlädt. Da kann man halt noch locker einen Schuss nachgeben, auch wenn die sich schon umdreht. Genau.
Das macht dann schon Spaß, aber irgendwie jetzt ist er doch ein bisschen entschlossener. Hat auch den Reset noch geschafft, aber ist dementsprechend gerade mal wieder im Reload. Und jetzt kommt halt so die Aktion Real Life, ne? Wo das Real Life jetzt einfach reinschlägt bei mir. Familie halt Aufmerksamkeit will, deswegen sorry Leute, wenn ich euch hier jetzt mit so weit nerve, ich glaube. Das passiert, kann ja jedem mal passieren. Ich meine, Familie, die Aufmerksamkeit will, was soll denn das? Aber es passiert halt immer wieder. Und ja, unsere IS-3 ist tatsächlich an der IS-6 gescheitert. Ist sehr gescheitert, stark. Ja, das wundert, also das hat mich wirklich gewundert, dass die das nicht gepackt hat. Aber gut, weil man so muss dazu sagen, die IS-6 hat halt eine gute Panzerung, auch wenn viele das unterschätzen, weil, oh, da steht ja nur 100 auf dem Papier, aber sobald die sich anwickelt, hat die eine richtig gute Panzerung und geübter IS-6-Fahrer kann damit halt richtig viel machen. Ich fahre sie deswegen ja auch so gerne, weil die halt wesentlich stärker ist, als man von ihr denkt. Und ja, hier jetzt, wie gesagt, das ist jetzt wirklich diese Real-Life-Situation, wo, jetzt muss ich da irgendwas machen und, stehe da eigentlich rum, wie auf dem Präsentierteller, auch noch falsch hingefahren, ja, also so an so eine Position gefahren, wo ich noch nicht mal wirklich spotten kann, ja. Aber die anderen Captain, der KV-4 ist jetzt rausgefahren, warum der rausfährt, naja, gut, der will wahrscheinlich deffen, hat nicht mitgekriegt, dass die IS-6 auf der anderen Flanke eigentlich ist. So, jetzt bin ich zurück und jetzt geht's los. Jetzt können wir da noch den Endkampf machen. Wo ist sie? Ist sie schon unten? Ist sie noch oben? Weiß man an der Stelle nicht. Und dann... jetzt mal hier. Gefunden. Und das war auch in der unglücklichsten Situation überhaupt. Ja, genau. Jetzt, wie komme ich hier weg? Los, schnell weg. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, ist ein Oranger. Da schießt jemand mit HE auf ihn. Ah, der KV-4 bestimmt mit HE. Ah, mein Gott. Leute. Ja, damit kriegt man den doch auf Dauer auch kaputt. Ja, genau. So, und jetzt halt wieder in so eine Flankierposition, weil der wird runterfahren zum Deffen, auf jeden Fall, ganz klar. Ja. Und er hat mich nicht gesehen, bin nicht aufgegangen und jetzt hat er quasi verloren. Ja, jetzt wieder flankieren, von hinten ranfahren. Aber das ist so Medium-Gameplay, ja. Das ist so, wie man eigentlich mit einem Medium fahren sollte. Und der macht es halt... Ja. Er ignoriert dich. Ja. Und das ist dann halt jetzt auch tödlich. Yep. Man muss zugeben, das war am Ende sehr viel Glück, eindeutig, aber trotzdem eine gute Runde. 3.194 Schaden gemacht, nur 500 aufgedeckt, also war ich hier endlich mal wieder eine aggressive Rolle. Aber dafür 1450 Basiserfahrung, das ein Panzer ist. Und ganz, ganz cool, ein Kamikaze, weil du hast ja den Rheinmetall weggerammt. Genau. Rheinmetall weghauen und alles, was so Tier 8 ist, leichte Sachen, Selbstfaller, fetten 4, Rheinmetalls, da kann man ruhig richtig draufhalten. Das packt man auf jeden Fall. Und wer sowas zum Hobby machen will, der sollte sich dann wirklich den Ramburg-Training holen. Aber das ist eigentlich, braucht man erst in der 4. oder in der 5., wie du vorhin schon gesagt hast, das ist so dekadenter Luxus. Ne? Dekadenta Luxus beschreibt das sehr gut. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet damit einen hübschen kleinen Einblick in den Aufklärungsplatzer. Durchaus interessant, vielleicht auch ihn jetzt schon zu fahren, denn es wird bald eine Erweiterung der Scout-Reihe für die Deutschen geben. Da wird ein 8er Scout hinzukommen. Und dafür wird man den dann zwangsweise fahren müssen. Das ist von daher durchaus interessant und ja, gar nicht so schlimm gewesen, wie man sein Ruf es doch eigentlich verspricht. Genau.